Ich bin gerade mein Archiv noch mal ein bisschen durchgegangen und habe aufgeräumt, bin ich auf was Interessantes gestoßen, das ich euch zeigen wollte. Und zwar geht es da um einen Werbevertrag zwischen der Weltgesundheitsorganisation und einer der weltweit größten Werbeagenturen, Hill & Knowlton Strategies. Und da geht es darum, dass diese Agentur in einem Rahmen eines Vertrages über 135.000 US-Dollar in einer ersten Phase Influencer identifiziert, dann Testbotschaften raussendet und dann eine eigentliche Werbekampagne für die WHO fahren soll. Das Ganze ist vielleicht nicht nur aus dem Grund pikant, weil es natürlich eine starke Einflussnahme auf die öffentliche Wahrnehmung ist, wenn so viel Geld investiert wird von einer Organisation wie der Weltgesundheitsorganisation, die sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, wissenschaftsbasiert zu sein, sollte sowas eigentlich nicht unbedingt nötig haben. Es ist aber auch deswegen pikant, weil Hill & Knowlton jetzt nicht irgendeine Agentur ist, sondern es ist erstens eine sehr mächtige und große Agentur. Man kann das nachschauen, ist fast 100 Jahre alt, ist einer der größten der Welt, hat Büros über den ganzen Globus verteilt, auch in Deutschland, sitzt in New York. Und das Spezielle an dieser Agentur ist, dass sie eben eine gewisse Geschichte hat. Sie hat nicht nur unter anderem zum Beispiel für die Tabaklobby jahrzehntelang gezielt Desinformationen produziert, sondern sie ist auch die Urheberin der berüchtigten Brutkastenlüge, die im ersten Irakkrieg für viel Verwirrung auf der Welt gesorgt hat. Und ich möchte euch das nochmal hier jetzt kurz genauer vorstellen, was diese Werbestrategie eigentlich zum Ziel hat. Es geht, wie gesagt, erstmal darum, Influencer zu finden, dann Testbotschaften auszusenden und dann eine Werbekampagne zu starten. Wenn man das so durchliest, dann ist das schon ein bisschen ironisch. Das heißt hier in dem Werbevertrag, ich zeige euch das mal kurz, wie man den findet. Ihr geht auf die Website des Justizministeriums, justice.gov, und dort sucht ihr nach dem Dokument. Kleinen Moment. Gucken, wie das heißt. Mit dieser Nummer. Search all DOJ Sites. Dann findet ihr hier diesen Vertrag. US Department of Justice. Das ist also hier vom 14. Juli 2020. Und hier wendet. Das ist also ein Vertrag zwischen Hill & Knowlton Strategies und der Weltgesundheitsorganisation. Ihr habt hier also diesen ganzen Vertrag. Brauchen wir jetzt nicht alles im Einzelnen darauf eingehen, aber es wird eben ausgelegt, was das Ziel der Kampagne sein soll. Und da steht zum Beispiel jetzt Übersicht. Es war nie wichtiger, dass Botschaften der öffentlichen Gesundheit auf der ganzen Welt verstanden werden. Die WHO ist eine Wissenschafts- und evidenzbasierte, ein Leuchtturm der Wissenschaft sozusagen für solche Informationen. Jedoch hat es Kritik gegeben und Behauptungen, die sich gegen die Weltgesundheitsorganisation richten und die ihr schaden könnten.
und ihrer Rolle als einer vertrauenswürdigen und wichtigen Informationsquelle schwächen können. Als was globale Gesundheitsfragen betrifft. Jetzt könnte die Versuchung bestehen, dass man jedes Mal einzeln auf diese Angriffe reagiert. Jedoch scheint es sinnvoller zu sein, dass man einen durchdachten und systematischen Ansatz verfolgt, um die Situation zu entschärfen. Zuerst mal ist es wichtig, dass man sich klar darüber wird, wie man am besten kommunizieren kann auf der Welt bezüglich der WHO, um diesen Ruf sozusagen zu stärken. Covid-19 hat die alltäglichen Gespräche dominiert, aber nicht alle Stimmen sind gleichwertig und nicht alle können sich durchsetzen und werden gehört. Ein Verständnis darüber zu erlangen, welche Botschaften diejenigen sind, die am besten durchdringen, wird ein sehr wertvolles Werkzeug sein, und wir empfehlen, dass man das zunächst mal testet, indem man Influencer analysiert. Es wird also jetzt hier unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Influencern. Es gibt Makro-Influencern, die eine große Gefolgschaft mit 1 Million und mehr haben, so wie Celebrities. Die können die Botschaften der WHO natürlich weit in die Welt tragen. Da gibt es jetzt auch schon schöne Beispiele dazu, zum Beispiel das Programm Pass the Mic. Bei Pass the Mic geht es darum, dass berühmte Leute wie zum Beispiel Julia Roberts oder andere ihre Social Media Accounts sozusagen ausleihen an solche Menschen wie Anthony Fauci, der amerikanische Drosten, die das Millionenpublikum von Julia Roberts ansprechen und auch von ihr unterstützt werden. Das hat schon im Mai 2020 begonnen. Kann man zum Beispiel nachlesen hier in einem Zeitungsartikel von der Huffington Post, einer australischen Zeitung, die dieses Programm oder diese Kampagne hier am 21. Mai schon vorgestellt hat. Gibt es hier ein schönes Werbevideo, ja, ganz schnucklig. Aber zurück zu dem Vertrag zwischen der WHO und Hill & Knowlton. Entschuldigung. Neben den ganz berühmten Influencern gibt es eben auch noch die Mikro-Influencer. Das sind also kleinere Kanäle oder Personen, die sehr engagierte Gefolgschaft haben. Ihr könnt selber mal überlegen, wer das zum Beispiel hier in Deutschland sein könnte und die so viel Vertrauen genießen bei den Menschen, die ihnen folgen und zuhören. Dann gibt es noch die Hidden Heroes, die versteckten Helden, die jetzt keine große Gefolgschaft unbedingt haben, aber die trotzdem auf ihre Art die Gespräche steuern oder den Diskurs, zum Beispiel die Gesundheitsexperten, die regelmäßig in Nachrichtensendungen und Talkshows erscheinen und auftauchen. Mir fällt da hier ein SPD-Mann ein, der ein fleischgewordenes Martinshorn, der, glaube ich, schon bei Lanz im Studio eingezogen ist. Namen wollen wir jetzt hier nicht nennen. Ja, und in diesem Vertrag geht es eben darum, was soll damit erreicht werden. Hier oben steht, das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen die Wissenschaftsgemeinschaft, die medizinische Gemeinschaft und auch die Gesundheitsbehörden, die Welt der öffentlichen Gesundheitsdienste erreichen, um sicherzustellen, dass sie die Ratschläge der WHO glauben und sie auch weitertragen. Wir wollen
die Wissenschaftsgemeinde also ganz klar beeinflussen. Die Medien sollen Artikel, ja, das steht hier, ausgewogene Artikel bringen in einer Zeit, in der Panik und Unsicherheit um sich greifen. NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, sollen auf jeden Fall auch erreicht werden, damit diejenigen, die mit ihnen zu tun haben und die sich dort engagieren, entsprechend die Rolle der WHO verstehen und vertreten. Und dann schließlich soll auch die informierte Öffentlichkeit ganz klar erreicht werden, also die, die alles lesen, die sich viel informieren und die ihre eigenen Quellen und Kanäle nutzen, ihre Netzwerke, um Behauptungen zu bestätigen oder zu widerlegen. Das sind also die Absichten und Ziele, die Hill & Knowlton Strategies hier in einem Vertrag mit der WHO festgelegt hat und sich zum Ziel gesetzt hat. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, Hill & Knowlton ist kein unbeschriebenes Blatt. Die WHO ist unter Druck geraten durch verschiedene Dinge, wie vielleicht zum Beispiel auch die Vorgeschichte mit der Schweinegrippe 2009, wo man Zweifel haben darf, dass es eine unabhängige Organisation ist. Sie fühlt sich selbst als Opfer einer Infodemic, einer Epidemie oder Pandemie von Fake News und Falschnachrichten und versucht sich daher hier mit dieser Werbestrategie zu wehren. Ja, zum Schluss zeige ich euch einfach noch einmal als kleines Schmankerl das Meisterwerk der Hill & Knowlton Werbekampagne, nämlich die Brotkastenlüge. Ich denke, das sollte jeder wissen, sollte jeder mal gesehen haben, sollte man eigentlich in der Schule lernen, wird aber meistens nicht so gerne erzählt, weil man natürlich auch dazu sagen müsste, dass die US-Regierung ganz klar hier verbandelt ist mit dieser Agentur und ganz genau wusste, was da los ist und es auch in Auftrag gegeben hat. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass das so weithin eher unbekannt ist und meistens verschwiegen wird. Und ja, das war es auch schon von mir. Ich lasse euch jetzt einfach mal mit diesen Informationen und hoffe, das war interessant für euch. Ciao, ciao. Ich sah die irakischen Soldaten. Sie kamen mit Gewehren ins Krankenhaus und haben die Babys aus den Brutkästen geholt. Die Brutkästen haben sie mitgenommen und die Babys auf dem kalten Boden sterben lassen. Es war entsetzlich. Saddam Hussein wütet wie ein neuer Hitler und seine Soldaten sind feige Kinderschlechter. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Aggression dieses gnadenlosen Diktators aufzuhalten, dessen Truppen schwangere Frauen aufspießen und Babys aus den Brutkästen reißen. Unter diesem Eindruck stimmt der Kongress mit knapper Mehrheit schließlich für den Krieg. Ortsbesichtigung im Krankenhaus. Die angeblich demontierten Brutkästen waren noch da. Und die zuständige Ärztin antwortet auf die Frage, ob die Iraker die Babys aus den Brutkästen gerissen haben, eindeutig. Aber wie konnte die Lügengeschichte um diese kuwaitischen Brutkästen in die Welt gesetzt werden und die Entscheidung für einen Krieg beeinflussen? Die Antwort findet sich im New Yorker Stadtteil Manhattan, wo die Firma Hill & Knowlton ihren Sitz hat. Hill & Knowlton, das ist das größte amerikanische PR-Unternehmen und betreibt professionelle Meinungsmanipulation. Im Auftrag der Kuwaitis organisierte Hill & Knowlton eine Werbekampagne für die bedingungslose Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung zur militärischen Befreiung Kuwaits. Das Ziel unserer Bemühungen war die Frage, wie kann ich die Leute emotional so weit bringen, dass sie die Vorhaben der UN unterstützen und die Iraker hinauswerfen wollen. Die Lügengeschichte von Hill & Knowlton hatte entscheidend mit dafür gesorgt, dass die Amerikaner den Krieg wollten und die Soldaten nach Kuwait schickten. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq. But polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths, not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals, as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it? Reaktionen auf diese Vorfälle kamen nicht nur aus den Vereinigten Staaten. Von den Vereinten Nationen wurde eine außerordentliche Sitzung einberufen. Am schlimmsten war die Beerdigung dieser Babys. Ich selbst habe 14 Neugeborene beerdigt, die von Soldaten aus den Brutkästen gerissen worden waren. Zwei Tage später haben die Vereinten Nationen die Anwendung von Gewalt gegen den Irak gutgeheißen. Kurz darauf veröffentlichte Amnesty International einen Bericht über Kuwait, in dem die Zeugenaussage von Nairach vor dem Kongresskomitee erwähnt wurde. Die Zahl der getöteten Babys wurde mit 312 beziffert. In der Zwischenzeit bereitete sich der amerikanische Kongress darauf vor, einer militärischen Intervention zuzustimmen. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. How much control of information should there be? And by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news.
I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this.